So klingt es, wenn fünf Jungs aus Vechta zusammen Musik machen. Die Band No Problems gibt es seit 2011. Coversongs, beispielsweise von Rise Against bis Nirvana, haben die Musiker im Repertoire. Die Vorteile, in einer Band Musik zu machen, sind für die Jungs klar. In der Band ist halt das Besondere, dass man halt mit vielen Leuten da zusammen spielen kann, da mit denen Spaß haben kann. Und auch zum Beispiel, wenn wir Auftritte oder sowas haben, auf großen Bühnen oder so spielen können und da auch wirklich mal uns so rauslassen können und auch zu der Musik auch wirklich selber mit abgehen können. Und beim Orchester, da sitzt man ja eigentlich nur auf dem Stuhl, spielt und ist eigentlich einer von der großen Masse. Jeden Montagnachmittag probt die Band in der Kreismusikschule. Die Bandmitglieder spielen schon von klein auf Instrumente. Die fünf Jungs sind längst Freunde geworden. Doch bei all dem Spaß bleibt doch ein Fünkchen Ehrgeiz bei jedem von ihnen. Keiner will schließlich negativ auffallen. Wenn du montags zur Probe kommst und alle haben den Song drauf und du nicht, das ist natürlich dann ärgerlich. Und dementsprechend, dadurch, dass es dann noch die Kumpels sind, trifft man die dann auch noch freitagsabends in der Stadt und kriegt dann nochmal einen auf den Deckel und dementsprechend ist es natürlich eine Motivation, dann mehr zu üben. Bei den Proben allein bleibt es nämlich nicht. Im Jahr 2015 hatte No Problems 7 Auftritte und es sind in diesem Jahr weitere in Planung. Darauf freuen sich die Jungs schon jetzt. Es ist auf jeden Fall nochmal eine andere Erfahrung, weil man dann vor allem auch in der Masse sieht, ob die mit abgehen, ob die feiern, das mitfeiern, ob die applaudieren. Und nach den Auftritten kommen auch jedes Mal mehrere Leute und sagen, ja, habt gut gespielt, hast gut gesungen. Man kriegt halt sofort positive Rückmeldungen auch. No Problems hat noch vieles vor. Ideen gibt es einige. So will die Band zum Beispiel zeitnah auch eigene Songs schreiben. Dabei ist die Zeitfindung gar nicht so einfach, weil jeder von ihnen außerdem in Vereinen aktiv ist. Utopische Ziele, das hat, denke ich, jede Band, die es so gibt. Aber realistische Ziele ist halt so in den nächsten Jahren, solange wir das noch hinkriegen, mit nicht weggezogen sein aus Vechta, so viele Konzerte wie möglich zu spielen und so viel zusammen Spaß zu haben und Musik zu machen, wie geht. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite der Band No Problems.